Servus und damit herzlich willkommen zurück auf dem WePlus Bike YouTube-Kanal. Heute habe ich wieder ein spannendes Rad für euch mit dabei, ein Bulls Copperhead Evo 3 XXL ABS. Ein klassisches E-Hardtail also. Das Rad kann aber viel mehr. Nach dem Intro erzähle ich euch warum. Ja, wie so oft in unseren Videos möchte ich zunächst mal auf die Namensgebung des Rads eingehen. Copperhead dürfte vielen von euch ein Begriff sein, sind sehr erfolgreiche Räder von Bulls mit einer sehr guten Preis-Leistung und mit immer top funktionierenden Komponenten. Evo beschreibt ein E-Bike, 3 ist die Ausstattungsvariante. XXL gibt schon so ein bisschen einen Hinweis auf das maximale Systemgewicht. Das liegt nämlich hier bei 150 Kilogramm. Und ABS, ja, das Rad hat ein ABS-System mit an Bord. Fangen wir aber zunächst mal beim Rahmen an. Und ich habe es ja auch schon mal in einem anderen Video erklärt. Ich finde E-Hardtails unglaublich vielseitig einsetzbar. Das Video dazu, zu seinem Schwestermodell, das verlinke ich euch mal hier oben. Und mit ein Hauptgrund, warum E-Hardtails so vielseitig einsetzbar sind, ist der Rahmen. Wir haben hier einen Aluminiumrahmen mit 29 Zoll Laufrädern, 120 mm Federweg an der Front. Warum ist das Ganze so vielseitig? Naja, es ist ein Mountainbike, aber über sehr sinnvoll gewählte Schnittstellen kann ich aus dem Rad wirklich ein Multifunktionstalent machen. Ich kann zum Beispiel einen Gepäckträger montieren, ich kann Schutzbleche montieren, ich kann einen Seitenständer montieren. Ich habe die Möglichkeit oder auch die Freigabe, damit einen Anhänger zu ziehen. Ich habe Flaschenhalterösen, klar, sind mittlerweile in den meisten Rädern vorhanden. Aber was so ein bisschen Bulls-typisch ist, ich habe Monkey-Link-Schnittstellen. Wer das noch nicht kennt, das sind letztendlich sehr unauffällige Schnittstellen. Hier vorne unterm Vorbau und hinten an der Sattelklemme, die magnetisch sind und zudem bestromt sind. Bestromt vom großen E-Bike-Akku. Und somit lässt sich eigentlich in Windeseile eine LED-Lichtanlage anklipsen, nachrüsten. Und wenn ich das nicht möchte, ist es sehr unauffällig. Ganz kurz noch zur weiteren Ausstattung des Copperhead Evo 3 XXL ABS. 120 mm an der Front, das Ganze mit einer Bulls Lytro Federgabel. Die ist per Luftdruck auch an das eigene Fahrergewicht einstellbar und lässt sich zudem auch blockieren, wer das denn möchte. Auch mit an Bord ist eine sogenannte Dropper Post, also eine verstellbare Sattelstütze. Da kann man quasi vom Lenker aus auslösen und kann stufenlos die Höhe des Sattels einstellen. Das hat zwei Vorteile. Wenn ihr im Gelände fahrt, habt ihr ein bisschen mehr Freiheit auf dem Rad. Aber auch ganz alltägliche Dinge, wie beispielsweise an der Ampel anhalten, kann man den Sattel absenken und kommt schnell und sicher mit den Beinen an den Boden. Ja, gebremst wird mittels einer hydraulischen Scheibenbremse von Tektro mit 203 mm Scheiben, vorne wie hinten und, da komme ich aber gleich dazu, ABS. Bei der Schaltung wird es auch wieder interessant, denn hier haben wir eine Shimano XT-Schaltung mit an Bord. Das Ganze mit Link-Glide-Technologie. Link-Glide ganz kurz erklärt, wir haben hier statt üblich 12 Gängen nur 11 Gänge, dafür ist das Ganze etwas robuster ausgerichtet, hat aber trotzdem von 11 bis 50 eine sehr große Bandbreite, das heißt eine große Spreizung zwischen eurem schwersten und dem leichtesten Gang. Und diese Schaltung ist eigentlich wie gemacht für E-Bikes, denn unter Last schaltet sie sehr sauber und ist dementsprechend auch sehr, sehr langlebig. Bezüglich der Antriebskomponenten, hier kommt das Bosch Performance Line CX System zum Einsatz mit 85 Newtonmeter, das Ganze im Smart System. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, über den Bosch Cosmos sozusagen smarte Features, wie zum Beispiel euer Smartphone als Display zu nutzen. Das ist ein gutes Stichwort, denn Bulls verbaut hier gleich einen SP-Connect-Halter für euer Smartphone. Das heißt, mit der passenden Hülle könnt ihr hier sehr schnell euer Smartphone am Lenker montieren. Als Akkus kommen drei mögliche Varianten zum Einsatz.
500 Wattstunden, 625 oder 750 Wattstunden. Das Ganze ist immer im Unterrohr integriert, lässt sich mittels eines Schlosses und mittels eines Covers aber sehr schnell aus dem Rad entfernen, wenn man den Akku denn zum Beispiel in der Wohnung laden muss oder möchte. Als Display kommt das Bosch Purion 200 Display zum Einsatz. Das ist ähnlich wie die LED-Remote auf der linken Seite des Lenkers, eine sehr ergonomische Bedieneinheit, hat zusätzlich aber noch ein Farbdisplay, wo ihr euch sämtliche Informationen, die ihr so auf dem Trail benötigt, anzeigen kann. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, der dieses Rad auszeichnet, nämlich der Namenszusatz ABS. Ja, wie ihr das aus dem Automobil kennt, dieses Rad ist mit einem Bosch ABS-System ausgestattet. Das ist ein ABS-System der zweiten Generation. Wenn das aktiviert ist, verhindert es wirklich Überschläge und es verhindert das Wegrutschen des Vorderrads. Also ganz salopp gesagt, könnt ihr bei einer Panikbremsung voll in die Vorderbremse reinfassen. Ihr überschlagt euch nicht und das Vorderrad rutscht nicht weg. In der zweiten Generation ist das hier einstellbar. Ihr habt so eine Allground-Funktion und eine Trail-Funktion. Wie sich das auf dem Trail, ich bin ein sportlicher Mountainbiker, wie sich das auf dem Trail schlägt, würde ich gern für euch mal in einem zukünftigen Video herausfinden. Da muss ich euch aber noch ein bisschen vertrösten. Wir haben aktuell draußen noch nicht die Bedingungen. Sobald das aber machbar ist, schwingen wir uns mal auf den Trail und dann nehme ich euch mal sehr praxisnah mit und wir testen das auf dem Trail. Ja, alles in allem ist das Copperhead Evo 3 XXL ABS ein toller Allrounder, vor allem ein sicherer Allrounder, auch für die, die vielleicht nicht so versiert sind. Mit dem Zusatz XXL eignet es sich für schwere Fahrer gleichermaßen wie für große Fahrer, denn es gibt dieses Rad auch bis zur Rahmengröße XXL. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das seht. Zum einen habt ihr Lust, dass wir mal so ein ABS wirklich in der Praxis auf dem Trail ausprobieren. Und wie steht ihr allgemein zum Thema ABS? Seid ihr eher so, ich kann das Bremsen schon selber erledigen? Oder ist es für euch ein netter Helferlein, um im Alltag sicher unterwegs zu sein? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten würden wir uns natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne kostenlos den Kanal für weitere spannende Produktvorstellungen, Praxistests etc. Und wir sehen uns dann wie gewohnt in aller Frische beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.